Name ist Jule, ich bin 19 Jahre alt und habe 2017 mein Abi gemacht. Im Moment befinde ich mich in Neuseeland und wenn ich wieder zu Hause bin, will ich Film studieren. Nach der Schule war für mich klar, dass es erstmal ins Ausland geht. Weit weg von zu Hause sein, ganz viele neue und auch spannende Erfahrungen sammeln, andere Kulturen entdecken und neue Leute kennenlernen. Meine Wahl fiel auf Neuseeland. Nicht nur, weil es das Land ist, das am weitesten von zu Hause entfernt ist, sondern auch, weil es hier unglaubliche Landschaften zu bestaunen und vor allem zu fotografieren und filmen gibt. Ich freute mich einfach unglaublich darauf, das volle Potenzial meiner Kamera auszuschöpfen und mich weit weg von zu Hause in Mittelerde durchzuschlagen. Als Kind war ich schon immer begeistert von Filmen, aber vor allem von Kameras. Sobald eine Kamera in Sichtweite war, hatte sie meine volle Aufmerksamkeit. Es dauerte nicht lange, bis mein einziger Wunsch zu Weihnachten eine eigene Kamera war. Und noch kürzer, bis die ersten Videos mit Freunden produziert wurden. Es entstand eine Webshow, ein Fanfilm und auch in der Schule nutzte ich jede Gelegenheit aus, um zu filmen. Von einer Vampirgeschichte in der Projektwoche, über einen Krimi im Deutschunterricht bis zum Teenie-Drama im Filmkurs in der Oberstufe. Auch im Urlaub filmte ich fleißig und produzierte Urlaubsvideos. Meine Digitalkamera war mein ständiger Begleiter und ich fotografierte und filmte so viel, wie die Speicherkarte zuließ. Filme faszinieren mich. Sie verzaubern uns Menschen, ziehen uns in komplett andere Welten, fesseln uns, können uns beeinflussen oder sogar unsere komplette Meinung formen. Sie schaffen Ikonen für die Ewigkeit und bringen uns jedes Mal aufs Neue zum Staunen. Im Film gibt es so viele Ausdrucksmöglichkeiten. Man kann mit Perspektiven Dinge ganz anders aussehen lassen, als sie das eigentlich tun. Mit Kameraeinstellungen und Fahrten bestimmte Emotionen hervorrufen. Im Schnitt und mit Effekten noch so viel mehr aus den Aufnahmen herausholen. Das alles finde ich unfassbar spannend. Und genau dem will ich mein Leben widmen.